Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant! Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Schaut, hier ist der Weihnachtsmann auch. Hallo, verrätst du mir, wer du bist? Peppa, hast du das etwa vergessen? Vergessen? Nein, nein, nein. Gut, und du kommst doch zu der Aufführung? Was? Zum Weihnachtsspiel. Natürlich, ich gucke, was sich einrichten lässt. Oh, supi. Es ist Zeit für das Weihnachtsspiel. Alle Eltern wollen es sich anschauen. Wie geht's los? Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag. Macht alles weiß auf einen Schlag. Die kleine Weihnachtsfee. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann. Du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah! Zeigst du uns den Schlitten mal? Bestimmt ist der Weihnachtsmann zu beschäftigt, um uns seinen Schlitten zu zeigen. Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Aber natürlich zeige ich euch meinen Schlitten. Kommt alle mit nach draußen. Los geht's. Hurra! Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf. Erst müsst ihr husten. Hust. Und dann müsst ihr pusten. Hust. Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guck mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au!
Mandy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Was denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah... Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah! Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Das da ist mein Haus. Aber das ist doch Luisas Haus. Luisa Löffel wohnt in dem Hügel. Hallöchen. Hallo, Luisa. Mia ist meine neue Nachbarin. Aber wo wohnst du denn, Mia? Ich wohne unter Luisas Haus drunter. Schau es dir an. Maulwürfe leben unter der Erde. Mein Haus ist noch nicht fertig. Mein Papa baut es ja immer noch. Aha. Das ist Herr Maulwurf. Er kann sehr gut buddeln. Wie findest du dein neues Kinderzimmer, Mia? Es ist gemütlich und schön. Das ist meine Freundin Peppa. Guten Tag, Herr Maulwurf. Freut mich, dich kennenzulernen. Papa Wutz möchte Peppa abholen. Hallo. Hallo. Hallöchen, lieber Herr Wutz. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, wo Mia Maulwurfs Familie wohnt? Ja, sie sind direkt unter uns eingezogen. Sie wohnen unter Ihnen? Ja, das ist ziemlich aufregend. Hallo, Papa. Da sind Sie ja, Herr Wutz. Kommen Sie rein. Ho, ho. Wir sind noch im Umbau. Entschuldigen Sie die Unordnung. Oh, bei Umbauarbeiten bin ich sozusagen eine Art Fachmann. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einen Rat brauchen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber... Ja, man braucht eine Menge Fachleute, wenn man ein Haus bauen will.
Klempner, Elektriker, Architekten. Eigentlich bauen Herr Maulwurf und ich unser Haus ganz alleine. Ach so? Guten Tag, Herr Wutz. Hallo, Herr Maulwurf. Interessant, was Sie hier gebaut haben. Danke. Ein bisschen buddeln müssen wir noch. Womit stützen Sie denn die Decke ab? Mit Stahl oder mit Betonstützen? Stützen? Was denn für Stützen? Naja. Das Gute am Hausbuddeln ist, man kann tun, was man will, wo man will. Schon de la rue! Halli, hallo! Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Oh, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das Richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wutz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wutz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen im Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Peppa und George, rauf mit euch. Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà. Hurra! Peppa und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer. An die Arbeit, Mama. Jawohl, Peppa. Schneller strampeln, Mama. Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Oho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Peppa und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Die riechen aber nicht nach viel. Ja, weil sie aus echtem Plastik sind. Sie sind aus Plastik? Ja, die halten garantiert ihr ganzes Leben lang.
Kaufen Sie eine, nehmen Sie vier. Nein, vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie besseren bekommen. Auf Plastikfisch verzichten wir lieber. Das ist kein Plastik. Oder vielleicht doch. Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug. Hören Sie mal, er singt. Funkel, Funkel, kleines Stern. Und er braucht nur 24 Batterien. Boah, der ist aber schön. Findet ihr nicht auch? Können wir den haben, Papa? Nein. Bitte. Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen. Es tut mir leid, Peppa, aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch. Okay. Vielen Dank, Herr Fuchs. Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft. Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können. Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China, die nie zerbricht? Weil sie nämlich aus Plastik ist. Die Vase ist ganz bezaubernd. Aber wir brauchen wirklich nichts mehr. Oh. Es regnet. Ah, jetzt werden wir ja ganz nass. Kein Problem. Da habe ich genau das Richtige. Regenschirme. Die nehmen wir. Ja, vier Regenschirme bitte. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Und das Allerbeste ist, heute gilt, beim Kauf von vier Regenschirmen bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt. Oh, supi! Peppa liebt Wochenmärkte. Alle lieben Wochenmärkte. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja. Und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Bla, bla. Manche Leute können stundenlang reden, ohne Luft zu holen. Meine Schwester zum Beispiel. Hallo, Taxizentrale? So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Saurier. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt. Obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig?
Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt noch andere glänzende Dinge, die ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100. 100. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich, ich. Oh. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel.
Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich hab keine Klingel. Ich hab eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipas! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten, jawohl. Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Jetzt zeige ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht gerade sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach... gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz.
Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Kleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Kleff. Ah, Oma Wutz, wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Das Wasser kommt wirklich zurück. Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Hahaha, da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet Sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren als Ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen als Ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein als Ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja! Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier.
Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es wittet, klatscht und klatscht, der Regen fällt, didli-didli-di. Surfen ist ja wohl das Beste überhaupt. Das stimmt. Surfen ist das Beste überhaupt. Achtung, fertig, los! Ui. Ui. Schorsch will auch surfen gehen. Tut mir leid, Schorsch, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Die Wellen sind jetzt für Peppa und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. Guck, so geht richtiges Surfen. Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie dran. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Woods, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pech, Herr Woods. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für Schorsch zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, Schorsch. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. Schorsch liebt es, bei Papa Woods auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal diese Welle an. Oh weia, das ist eine Riesenwelle. Papa, da kommt eine Riesenwelle an. Welle, Welle, Papa Woods. Hörst du das? Welle, 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 Welle. Die winken uns, Schorsch. Komm, wir winken zurück. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch! Bis später, Mama Woods! Ja, bis später! Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm! Hui. Nicht so schnell! Komm schon, Papa! Papa kann nicht so schnell! Wartet auf mich! Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Das macht Spaß. Papa Woods gefällt das Rollerfahren. Brumm, brumm, jee! Papa Woods, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Oma Woods, Opa Woods.
Hallo, meine Kleinen. So, Kinder, seid schön lieb. Und du, Schorsch, mach deine neue Mütze nicht schmutzig. Hahaha, wir versprechen, dass Schorschs neue Bommelmütze sauber bleibt. Dankeschön, Opa Wutz. Dann bis später. Wiedersehen. Kommt ihr, Peppa und Schorsch? Wir gehen runter in unseren Garten. Ja! Yes. Schorsch, denk dran, was Mama Wutz über die Mütze gesagt hat. Ja, ja, Oma Wutz. Das wird schon klappen. Peppa und Schorsch haben einen großen Misthaufen entdeckt. Opa Wutz, was ist das? Das ist Mist zum Düngen. Ein wunderbares Zeug. Ich pack's auf mein Gemüsebeet, denn dann wächst alles schön stark und groß. Es riecht ziemlich stinkig. Es ist das Schmutzigste und Stinkigste im ganzen Garten. Am besten tretet ihr zwei ein Stückchen zurück. Sehr schön. Dann kommt, düngen wir den Garten. Das ist das Gemüsebeet von Opa Wutz. Hallo, mein liebes Gemüse. Möchtet ihr ein bisschen Dünger haben? Es ist etwas windig. Halt deine Mütze fest, Schorsch. Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie! Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Na, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups! Oh je. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz, das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Heute wollen wir einen Gartenteich ausheben. Oh! Zuallererst graben wir ein tiefes Loch. Hier kommt Herr Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Guten Tag, Oma Wutz. Was kann ich Ihnen heute Schönes verkaufen? Ich brauche heute nichts, dankeschön. Ah, wo ist denn Opa Wutz? Möchte er etwas haben? Er hat mit dem Bau seines Gartenteichs zu tun. Oh, Gartenteich. Da habe ich genau das Richtige für ihn. Es ist ein angelnder Gartenzwerg. Reizend. Antik und einzigartig. Ich nehme ihn. Peppa, Schorsch und Opa Wutz sind sehr beschäftigt. Sie graben. Oh. Peppa hat eine kleine Tasse gefunden. Oh, die sieht ja aus wie eine richtig alte Teetasse. Oh.
Schorsch hat einen sehr großen Knochen gefunden. Saurier. Das ist vielleicht wirklich ein Dinosaurierknochen, Schorsch. Was ist denn das? Opa Wutz hat eine Münze gefunden. Ein Goldschatz, Opa. Wie kommt ihr mit dem Teich voran? Hervorragend. Wir haben eine Tasse, einen Knochen und eine Münze ausgegraben. Es ist ein vergrabener Schatz. Wie aufregend. Ich habe auch einen Schatz gefunden. Das ist ein normaler Gartenzwerg. Er ist ganz ohne Wert. Opa Wutz mag keine Gartenzwerge. Herr Fuchs sagte aber, er sei antik. Sehr selten. Einzigartig. Klar sagt er das. Opa, glaubst du wirklich, dass wir einen vergrabenen Schatz gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wissen die Experten. Hier ist das Museum. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Löffel. Wir haben ein paar Schätze ausgegraben. Dann schauen wir mal, was Sie mir da bringen. Eine chinesische Teetasse. Interessant. Und was wollten Sie mir sonst noch zeigen? Eine Münze. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik hier an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm. Aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, danke. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hört zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Oh, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr?
Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Pepper, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo. Kann ich bitte mit Pepper sprechen? Pepper, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo.